Hallöchen, liebe Leute, zurück zu The Night of the Rebels. In der letzten Folge haben wir diese Nachtflügler oder Nachtfalter kennengelernt. Wir haben uns alle Geschichten geholt und wir haben ein Pusteblumenschirmchen geholt und den stecken wir mal in den Topf mit Erde. Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeihe. Es geschieht nichts. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon wärmer. Doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Mensch, Sherry, denk doch mal nach. Du hast doch den Grünwuchs. Es funktioniert. Sie wächst. Boah, riesig. Es funktioniert? Hurra? Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Ja. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Danke, aber... Du suchst das Portal. Da ist es. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden wirst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohepriesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt, weiterzuziehen, genauso wie auch dir, Baumläufer. Dankeschön. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Dadurch, dass wir schon alles nebenbei gemacht haben, was wir machen, tun wollten, würde ich sagen, wir sind bereit, durch dieses letzte Portal zu gehen. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später und danke. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Das stimmt allerdings. Oh! Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, ist das kalt? Halt! Moment mal, ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. So sieht's aus. Tag. Kein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und... jetzt wird mir doch noch kalt. Ich wollte doch bloß ins Tagebuch gucken, liebes Spiel. Überall Eis und Schnee. So kann es hier nicht immer ausgesehen haben, was wohl unter dem Eis schlummert.
Schneebedeckter Stein. Huch, was ist denn das Dings da? Noch etwas weiter graben? Au, oh, es ist eine Statue. Kopf einer Statue. Wie lange die hier wohl schon im Schnee steckt? Bestimmt viel zu lange. So, ich würde sagen, wir flüstern mal mit der Statue. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ich bin keine Statue. Ich bin ein vergessener Gott. Was für ein Gott bist du denn? Ein großer Gott muss ich sein, dass ich hier so lange überdauert habe. Ungerührt von Sturm und Kälte. Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Eine Statue? Du wagst es? Doch vielleicht hast du recht. Vielleicht trage ich nur das Gesicht eines Gottes. Vielleicht bin ich nur ein Stück Fels, das schließlich in der Kälte zerspringen muss. Ich muss leider weiter. Ich trotze weiter diesen kalten Zeiten. So, ich würde sagen, das ist der Portalbaum. Wir gehen mal zu den drei Fragezeichen. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Das dürfte Alice sein, die Polnorf-Forscherin. Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Wir reden mal mit ihr. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination, ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Ja, die gute Frau denkt, wir sind nur eine Halluzination. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. So, ne? Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. So, und wir... Mit dem Geisterjungen Karten spielen? Ich glaube, meine Halluzinationen erreichen gerade einen Höhepunkt. Yep. Das Spiel beginnt. Du bist an der Reihe. Das ist unsere letzte Gegnerin. Ach, verdammt. Quartettspiel. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte.
Und wie wir schon mitbekommen haben, diese gute Dame, diese Polarforscherin, hat es irgendwie ganz schlecht erwischt. Sie will einen Wal erforschen, mitten am Pol, Nordpol bestimmt. Und ja, Funkgerät kaputt, komplette Ausrüstung kaputt. Es ist Weihnachten, sie wollte sich eigentlich melden bei ihrer Familie, aber alles ist defekt. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, und dann wird sie jetzt auch noch von einem Geisterjungen im Quartett fertig gemacht. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Mist. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Hab ich Karte nicht. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Ja, da brauchen wir einfach mal nach 3 und 4 von denen. Die Karte Quartett. Hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. So, und die nächste? Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Arktis erforschen, den Polwal finden. Mal sehen, welche Karte du da hast. So, dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Ich schlaue da erstmal alle möglichen Karten aus dem Gelände. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Och nee. Herzlichen. Du bist an der Reihe. Du musst die mal noch abziehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wenn sie die hat. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Komm schon, funktioniere. Die Karte, noch. Die hast du bestimmt. Wunderbar. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ja, so ein paar Karten haben wir schon auf der Hand. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Ziehen wir doch mal eine. Karte aufnehmen. Immer noch, ne? Gegner an der Gibt's ja gar nicht. Gegner fragt nach Karte. Okay. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Ich bin an der Reihe, so. Nicht auf der Reihe. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Karte, wahrscheinlich hast du nicht. Bestimmt. Hinzuhauen, was? Na, verflixt. Karte aufnehmen. So, Quartett. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner Quartett. Hallo? Mist, hat sie gewonnen. Spiel vorbei. Gegner gewinnt. Hey, toll. Ich... Ja, und deswegen spielen wir gleich nochmal. Mit dem Geist? Ich glaube... Neues Spiel, neues Glück. Weil, wie hat schon der gute Gegner Michael Jackson besungen? Beatet, beatet, beatet. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegnerquartett. Gegner fragt nach Karte. Ich verspreche euch auch, wenn ich gegen die nette Polarforscherin gewonnen habe, war's das mit den Quartettspielen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte Nächstes aufnehmen. Mal. Wähle eine Karte. So. Wähle mal. Die Karte, die hast du bestimmt. Ich, ach, das hätte ich wissen können. Polwal aufnehmen. Alles wird glatt gehen. Gegner so, an der dass Reihe. Ich bis zum Fest wieder Gegner daheim fragt bin. Nach Karte. Keine Sorge. Fast. Karte aufnehmen. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Wir brauchen mal nach der Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Damit wir wenigstens einen Quartett haben. Mal sehen. Die Karte hast du mal ganz gucken, bestimmt. Ob sie die Grünen hat. Mal sehen. Vielleicht noch den. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte.
Karte aufnehmen. Okay, die andere hat so nicht gehört. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider nicht. Nächste Quartett hat zusammen. Gegnerquartett. So. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Okay. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Auf Garantie. Gut gespielt. Arktis erforschen, den Polwal finden. Die andere bestimmt auch. Gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, hatte. Sehr gut. Haha. Quartett. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Vielleicht hat sie die mittlerweile Karte, auch getan. Die hast du bestimmt. Na, warte. Nee, schade. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Mm-mm. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Gegnerquartett. Uiuiui. Ui, ui. An der Reihe. Hat die vielleicht hier eine Karte? Die Karte hast du ganz bestimmt. Das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Haben wir auch wieder ein Quartett zusammen? Ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Hab ich nicht. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Ich fahre es einfach mal nach der Karte. Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Quartett. Mal sehen. Ja, und jetzt tun wir mal, die wollte jetzt einfach mal ein bisschen anfragen. Ja. Anders geht ja nicht. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ist ja nur das letzte Deck. Sehr schön. Damit habe ich gewonnen. Spiel vorbei. Gewonnen. Nicht mal in meiner eigenen Wahnvorstellung gelingt mir irgendwas. Ich hab da eigentlich alle besiegt. Oder habe ich jemanden vergessen? Wer weiß. Komm schon, auf jeden Fall, liebe Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir der Polarforscherin hier helfen. Lass also, mich mit ihr reden. Macht's gut und tschüss.